Ich bin heute hier bei Silvia Grünberger vom George Michael Studio in Landshut. Silvia Grünberger hat sich auf Langhaarkunden spezialisiert. Frau Grünberger, der Sommer steht bevor, die Urlaubszeit. Was raten Sie Ihren Langhaarkunden, wie sie ihre Haare pflegen sollen? Im Sommer brauchen Ihre Haare einen besonderen Schutz, natürlich, weil Sonne, Hitze, Wärme, Salzwasser, Chlorwasser das Haar besonders beanspruchen. Unser bester Schutz ist aber, wenn der Strukturaufbau vom Haar optimal ist, wenn das Haar von innen her mit Feuchtigkeit und Proteinen gut versorgt ist, die Schuppenschicht am Haar geschlossen ist, so erfüllt unser Haar die eigene Schutzfunktion. Wie erreiche ich das als Da ist dann der Fachmann gefragt. Also ich würde vorschlagen, einen Termin bei Ihrem Friseur zu machen, sich dort eine Haarberatung gönnen. Der Friseur macht eine Haaranalyse und kann genau feststellen, ob dem Haar mehr Feuchtigkeit oder mehr Protein fehlt, ob Hohlräume im Haar sind. Diese werden dann aufgefüllt mit den passenden Kuren, mit Feuchtigkeitskuren, Proteinkuren, und das Ganze wird verschlossen im Haar in dem Moment, dass die Schuppenschicht anliegt und praktisch mit einer Rinse drüber gespült, damit es versiegelt ist im Haar. Also das heißt, vor dem Urlaub auf jeden Fall ab zum Friseur, um das Haar einfach vorzubereiten auf genau. Die Strapazen, die der Urlaub letztendlich fürs Haar darstellt. Optimal vorbereiten, dann ist schon mal ein super Schutz gemacht, weil unser Haar kann sehr viel aushalten und vertragen, wenn die Struktur vom Haar in Ordnung ist. Und das erreicht man mit einem einfachen System: öffnen, geben, schließen. Ich öffne mit dem Shampoo, reinige, ich gebe mit der Kur und schließe mit der Rinse. Wenn man so zu Hause verfährt und sein Haar konsequent pflegt, ist die beste Vorbereitung schon getroffen. Wenn ich dann im Urlaub bin, am Meerwasser und mehr Sonne habe, ist es natürlich wichtig, dass ich dann noch einen zusätzlichen Schutz außen am Haar mache. Es gibt verschiedene Sonnenschutzpräparate. Ich empfehle unseren Kunden, als Knoten in den Nacken oder um den Kopf zu legen. Und somit kann der Tag am Strand beginnen. Und ich denke auch, gerade die Flechtfrisuren ist ein absoluter Trend für den Sommer jetzt wieder. Warum empfehlen Sie eine Flechtfrisur? Warum nicht die Haare offen oder mit einem Gummi zusammen machen? Bei langen Haaren ist es ja so, dass das Haar oben super versorgt ist, vom Hauswaschen von oben. Und je weiter man in Längen kommt von der Struktur, umso mehr geht die Feuchtigkeit ab. Und mit den Flechtfrisuren habe ich die Spitzen schonend nach innen gelegt und lege es so um den Kopf, dass das untere Ende auch geschützt ist und innen, sodass die äußeren Einflüsse dem Haar gar nichts ausmachen können. Haargummi bitte überhaupt nicht verwenden, weil die Gummis natürlich das Haar abschnüren und dadurch schon wieder eine Bruchstelle am Haar habe. Es eignen sich zum Beispiel kleine Tücher, die man umbinden kann, oder kleine Klemmchen, aber auf gar keinen Fall Haargummis. Gut. Dann glaube ich, können wir alle in Urlaub starten und auch unseren Haaren geht es dabei gut. Nicht vergessen, zuerst zum Friseur und einfach Ihre Haare aufbauen. Vielen Dank. Danke auch, Frau Ortlieb.